ob hier. Schauen wir mal, ob hier jetzt das Gras wächst oder nicht. Also, ich glaube, es wächst nicht. Weil, wenn jetzt noch ein Tag vergeht und es sind keine Stümpfe, dann wächst es sowieso nicht mehr. Aber ich glaube, es wächst eh nicht. Stümpfe verschwinden. Was an und für sich jetzt nicht schlecht ist, aber. Das heißt, wir müssen dann das Feld wechseln. Aber wir wissen dann gleich, in welche Richtung es geht. So, und den nächsten Tag kriegen wir dann bitte beim Gebrauchtwagenhändler Wickel. Silagewickler. Wirklich. Aber weißt du, was ich mir gedacht habe? Weil wie viel kostet jetzt so ein Wagen? Was für ein Wagen? Wo wir die aufladen können, die Ballen? Also es waren glaube ich nur 1500 oder so haben wir geschaut. Da könntet ihr dann, wenn zum Beispiel du fertig bist, Aufladen, ja. oder könnte man zwischendurch einmal aufladen fahren oder so, oder keine Ahnung, aber das wäre jetzt eine Idee, aber ich schaue jetzt einmal, wie es. Wie ich mir da jetzt tue. Du hast den Ladewagen jetzt schon verkauft, gell? Okay. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Weil was ist, wenn wir die Maschine jetzt nicht betätigen können generell? Weil er generell zu schwach ist. Soll ich dir was sagen? Ist zu schwach. Schau mal retour. Ich bin da Vollgas. Ah, jetzt haben wir verschissen. Fuck, sorry. An das habe ich jetzt nicht gedacht. Ich aber jetzt ist mir nämlich eingefallen. Aber bergab kann ich fahren. Schau, ob du im Flachen fahren könntest auch. Tue ich nur unten einmal. Ich tue jetzt einmal da bergab fahren. Weil so, wenn ich sie nicht eingeschaltet habe, kann ich sie ziehen. Ja, das eh. Ich könnte natürlich schauen, ob ich, wenn ich die 2500 rein investiere, einmal in die Motorausführung, dann hätte ich ein bisschen einen stärkeren Motor wieder. Weil dann hätte ich 62 PS schon. Ich glaube, die war ja auf 62. Ich Bitte? glaube, die war ja auch für 62, oder? Ich glaube, ja. Da würde ich ver. Warum tut er nichts? Boah. Senken sollte ich auch.
Ja, mir ist es jetzt im Nachhinein eingefallen. Na, sorry, das habe ich jetzt auch nicht gedacht. Also ich glaube, es wächst nicht nach, weil jetzt haben wir das dritte Monat und es ist alles kahl. Ganz außen und auch ganz oben, wo wir am Anfang gemäht haben. Okay, das ist Arsch. Das ist so ein Ziergras. Jetzt müssen wir es selber anbauen. Das heißt, ja, ich würde sagen, wir kaufen uns dann Feld 54, weil da ist nur Gras oben. Würde aber sagen, als quasi Wiedergutmachung, ist das, sollten wir uns ein zweites Feld kaufen, ist das gleich das hier dann. Was meinst du? Da gleich dieses, wo sind wir jetzt? 55. Achso, wo nichts drauf ist quasi. Ja, wo dann nichts mehr drauf ist. Ja. Also Ausgleich meinst du? Genau. Ich hoffe, du kannst am Flachen fahren. Alter. Scheiß Baumstümpfe. Na, sorry, das war dann zu unüberlegt von mir. Ich habe auch nicht gleich dran gedacht. Sind echt schon mit 62 PS ausgestattet? Nein, die Maschine, glaube ich, braucht 62. So, ich biege da jetzt auf die Gerade ein. Also unten, ganz unten fahre ich mit 6 km/h. Hast du schon einen gepresst eigentlich? Nein. Ah, okay. Ja, das sind beides. Beides 52 PS Traktoren. Ja, wir haben bei keinem Upgrade. Boah, zwei. Ich fürchte, ich muss ein Upgrade machen, weil. Ich fahr da unten jetzt mit 2 km/h. Ja. Wir werden eh nicht drüber hinwegkommen. Na, hätten wir doch behalten sollen. Ja. Nein, das war dumm von mir. Jetzt fahr ich 1 km/h. Da geht überhaupt nichts weiter. Nee, und ich. Wer weiß dann, was die, wie wir dann mit dem Upgrade, ob es dann viel schneller geht. Und so hätten wir doch dieses zügige Rundherum jetzt schon gehabt dann. Ja. Dann hätten wir noch auf den Wickler gespart und dann. Und ja, kommt vor. Nee, sorry. Wird nicht das letzte Mal sein. Und so ein Hoppala passiert. Die Seite kann ich wieder gut fahren. Das geht halt dann wieder bergauf. Dann was sie. Ja. Aber jetzt würge ich gleich einmal einen Ballen aus. Spannend, wie viel man für einen Ballen kriegt. Wie viel ist ein Ball? Das wird sein. 3500 schätze ich sind das. Ja, ja 3,5 wird das sein. 2,5 kostet das erste Upgrade, hast du gesagt? Auf, 2, auf 60 oder 62 PS, okay. Ja. Schiebst du das automatisch aus eigentlich? Nein. Ich hoffe, dass er mit Upgrade dann ein bisschen schneller geht. Ich probiere das jetzt mal aus. Ja. Jetzt ist er schon verschissen.
Ah ja, das glaube ich. Was denn? Schau mal, was neu drinnen ist. Wie viel würde uns da fehlen, ist die Frage jetzt. 9? 11? Ja, ein Tausender. Glaubst du, schaffen wir das so rauszupressen? Was? Ja, die Ballen jetzt ohne Upgrade? Sehr lang. Das dauert sehr lange. Und das wäre jetzt natürlich ideal dann. Ich fahre teilweise nur 1 km/h. Was soll man? Also von der Zeit her weiß ich nicht, ob sich dann von der Zeit her ausgeht. Schade. Das wird jetzt auch einige Sorgen lösen dann. Ich kann es probieren, ja. Aber ich kann es nicht garantieren. Dann mache ich kein Upgrade. Und fahr weiter. Wie viel hast du für den einen Ball jetzt bekommen? Jetzt hab ich noch nicht geschaut. Ich habe ihn nicht verkauft, der liegt im Feld. Ach so. Ja, dann hätte sich das Upgrade eh nicht ausgegangen. Hab ich gesagt, 2500? Das hättest du hier den Ballen gleich drin lassen können. Ja, hab ich eigentlich gedacht, dass du so machst. Ach so. Achso, dass ich mit jedem Ballen hinfahre. Nein, aber mit dem einen jetzt, weil du das Upgrade machen wolltest, habe ich gedacht. Na, warte, nehmen wir den meinen starken Bauer jetzt mit. Ich kann den auch so machen. Bitte? Ich mach das schon. Okay. Keine Zeit verlieren. Also mit dem Traktor könnte man das fix ziehen. Ja, der hat 105 PS. Super. Und wäre dann noch upgradebar. Das habe ich schlecht gar nicht geschaut, ehrlich gesagt. Da steht 105 bis irgendwas. Ah, okay. Okay, da stehe ich. Hinunter könnte ich fahren. Das heißt, ich könnte hinunterfahren, Ballenpresse abschalten, rauffahren. Wieder runter. Und wieder runter. Jetzt wird er wieder langsamer da. Aber ich meine 5 km/h, 4, okay, das war's. 3, 2, mega war's. 6 Ballen bräuchten wir, ist wahrscheinlich. Für? Den Traktor. Wieso 6 Ballen, der kostet. Was willst du alles verkaufen? Den einen Traktor um 9000 plus die 2000 sind 11.000 und den Rest mit Ballen. Ach so. Ja gut, 12.000 wird sich sowieso nicht ausgehen, da würde ich fix gleich auf den Wickler gehen. Aber wir verbrauchen halt den einen Traktor noch, das heißt, wird noch ein bisschen im Wert sinken. Aber was machen wir so? Ich fahr da mal hin und her. Ja. Ich muss rauf und runter. Ja. Jetzt.
ist und da stehe ich schon fast wieder. Aber das werden wir hinkriegen. Das werden wir, glaube ich, hinkriegen. Die 6 Ballen, hoffe ich. Ob ich dann nicht, damit schneller geht, nur das fahren sollte, wo schnell, wo es wirklich schneller geht, dabei. Was machst du da schon wieder? Was? Wo ist die Mama? Die Penny da? Na, dann weißt du, wo die Mama ist. Und wo solltest du sein? Komm. Ich kann immer nur ein Stück bergab fahren. Warte mal, da geht es besser bergauf. Das. Das heißt, ich werde das immer ballenweise verkaufen und gehen jetzt. Ja, du kannst auch ein paar vormachen. Weißt du, was geil ist? Ich fahre an, bis ich auf km/h bin, setze ein und dann geht er auch langsam runter. Ja, das wirft uns jetzt hintere. Da liegt ein Ball, grüner Heuball. Dieser Heuball bringt uns ein bisschen Geld. Alex, fahr bitte nur bis zum Schlammloch rauf und runter. Einmal. War hier gerade. Das mache ich gerade. Na, bis zum Schlammloch kann ich halbwegs, also bis zum Schlammlochende kann ich halbwegs fahren. Ich fahr dort, wo der eine Ballen liegt immer. Bitte? Wo der eine Ballen liegt, bis dorthin fahr ich. Du kannst bis zum Ende des Felds fahren. Achso, bis... Okay, bis, nein. Zum Ende des, bis zum Ende des Lochs dort. Also bis zu das Schlamm-Dings da.
Wieso fährt er da jetzt nicht, Alter? Alter, fahr schnell jetzt. Wahnsinn, wie unterschiedlich das ist. Zuerst bin ich durchgefahren und jetzt ist wieder Uhrzeit. Ja, ich meine, wenn es nicht anders geht, müssen wir eh abkühlen. Das hat schon noch 1800, die wir sonst so erwirtschaften müssten. Das heißt aber im Umkehrschluss, wenn ich mir da schwer tue, vielleicht geht es dann bergauf. Quasi andere Richtung besser. Was unlogisch ist, aber. Der zweite, oder? Bitte? Zweite ist das jetzt. Ja, wenn ich einmal die restlichen Prozent zusammenkriege noch. Ja. Ah, ja. Yeah. Ich fahre da jetzt da mal runter. Mietrescher wäre jetzt in Aktion. Könnten auch kaufen. 146.000. Passt, machen wir, oder? Der bettet sich im Berg runter. Da geht's geil. Da geht's echt geil. Da sagt wer runter.